So Leute, das erste von meinen Top 3 Kursgepäcks ist das Aqua Rose Pack. Im Moment spiele ich einfach mit dem meistens UHC und meistens halt Kurs, gell? Weil ich das einfach im Moment einfach mega geil finde. Ich denke mal, die meisten kennen es zwar schon, aber ich wollte es einfach nochmal nehmen, weil ich es einfach geil finde. Und ja, wenn ich es geil finde, dann nehme ich es halt auch. Warum nicht? Und den können wir holen, oder? Ja, haben wir. Okay. Leute, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, werde ich jetzt ein bisschen aktiver Videos machen, denn ich merke halt selber, dass einfach mein Kanal ein bisschen ausstirbt sonst. Deshalb könnt ihr euch auch ein bisschen mehr Videos freuen, zumindest hoffe ich das. Ich werde jetzt, glaube ich, für jedes Pack eine Runde Kurs gespielt. Muss jetzt nicht unbedingt ein Win sein, aber zumindest ein paar Kills sollten schon drin sein. Den haben wir auch, nice. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu den Packs in die Kommentare schreiben, welches Pack ihr so am besten fandet. Und welches Pack ihr so downloadet und used halt auch immer. Oder welche ihr schon kanntet, könnt ihr auch mal reinschreiben. Würde mich auch interessieren. Und am Ende habt ihr noch eine riesige, fette Combo kassiert. Dann Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim zweiten Pack. So Leute, da sind wir auch schon in der zweiten Runde. So, jetzt spielen wir mit dem Solar Flare Default Edit Revamp. Das ist ein Revamp von dem normalen Solar Flare Default. Mit dem spiele ich im Moment auch am öftesten eigentlich fast. Und deshalb habe ich das einfach auch mal reingenommen, auch wenn es die meisten was Default Edits sind, aber weiß nicht, mir gefallen momentan einfach Default Edits am besten, deshalb nehme ich die einfach auch. Und da kommt noch einer, der hat ein Eisenschwert. Haben wir auch, nice. Ist auch beide mein First Try, das heißt, wenn ich die drei Runden hintereinander alle drei gewinne, das wäre natürlich mega krass. Und da kommt er. Der ist low, der ist low. Und kommen Hit, ja. Und da ist noch einer. Haben wir auch. Wir rasieren die Runden eigentlich ziemlich, also kann sich keiner beschweren, dass das kein gutes Gameplay ist. Das ist halt eigentlich ziemlich gutes Gameplay. Ist auch schon der letzte Gegner. Und wir haben ihn auch. Nice, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim dritten Pack. So Leute, und dann sind wir schon beim dritten Pack. So, das dritte Pack ist jetzt eher nicht so ein cooles Gepäck, aber mit dem spiele ich halt momentan auch öfters einfach auf so FFA-Servern. Und das Pack gefällt mir einfach persönlich ziemlich gut. Das Pack ist auch noch nicht so bekannt, also denke ich mal, die meisten kennen das noch gar nicht. Aber es sieht halt, es ähnelt halt anderen Packs ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem mega geil und wollte es euch mal trotzdem vorstellen. Und hinter uns kommt wer. Wir gehen jetzt einfach rein da. Und wir können den Combo nice haben. So, da habe ich jetzt gerade ein bisschen schwitzen müssen gegen den, weil der hat uns vorher so eine richtig komische Combo gegeben. Das war so eine random Combo, aber können wir auch schon den nächsten holen. Sollte auch kein Problem sein. Nice. Ja, hackt rein. Und wir haben verloren. RIP. So Leute, das war's dann auch mit dem Video. Schade wegen dem Hacker jetzt, aber Leute, wenn euch die drei Packs gefallen haben oder wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne mal ein Like freuen und dann Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.